Herzlich willkommen zum Radfahren auf der Karte Emo Marsch, nicht in Thüringen. Wir werden jetzt für den Radlader jetzt eine Palettengabel kaufen oder eine Poldergabel oder auch oder eine Universal. Ist für Holz eigentlich egal. Nein, nehmen wir nicht. Sieht blöd aus. Wir werden nochmal Palettengabel nehmen. Mal als Vergleich, was wir schon hatten. Gut. Die Geschwindigkeit ist auch lustig. Aber das ist irgendwie Kinderkram, ne? Na gut, okay. So, LKW aufrichten und dann geht's weiter. Dass wir heute die eine Frage noch schaffen. Und Holz verkaufen. Ich meine, genau gerechnet und gesehen ist es ja so. Ich meine, sieht so schön aus. Oh, nee, nee, alles. Alles umsonst. Aber wie gesagt, schlaft nicht im Spiel. Verzeichnet nicht mit Seasons. Das Wachstum kommt total durcheinander. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Die Tiere verrecken euch, obwohl ihr alles dafür sorgt. Oh, da hat was, der Radlader, ne? Das ist schon eine richtige Maschine. Entschuldigung. Ohne Vorwarnung, aber mich kratzt das hört am Hals. Ja, der KI-Bauer hat auch schon ausgesehen, wie man so sieht. Und seine Felder sind leider auch nicht reif geworden. Von daher sagt man so, Fehler nicht bei mir, sondern im ganzen System. Ich vermute mal ganz stark, dass sich mit beim schnellen Vorsprung und Schlafen diese 8-9 Stunden halt dermaßen überschlägt, dass die Wettervorhersage nicht vergleichend daherkommt. Also komplett. Ja. Also im Grunde, muss man ganz schön sagen, ist stehen geblieben. Es hat sich prinzip am nächsten Tag nichts getan mit Wachstum. Ist am ersten Tag nicht aufgefallen. Beim zweiten Tag auch nicht, in dem Sinne, weil also bei Wachstum nicht. Habe ich nicht gesehen. Was mir aufgefallen ist bei den Tieren, dass die krank wurden. Da hatte ich mal getestet bei den Tieren. Außerhalb des Spielstandes. Da habe ich die Tiere umgestallt im anderen Stall, da waren sie gleich wieder gesund. Nach 80%. Dann habe ich die Zeit wieder laufen lassen und dann wurden die wieder krank. Ich hatte aber in dem Spielstand nicht geschlafen. Da wurden sie nachher wieder. Irgendwann kam der Punkt, wo sie wieder gesund wurden. Und dann habe ich weitergespielt im richtigen Spielstand und da habe ich wieder geschlafen. Bups. Da wurde wir krank. Mal sehen, wie er sich hat, der Radlader. Oh, da geht der Hofi. Oh, der hatte sehr gutes Gewichtsverhältnis. Er ging ja hinten gar nicht hoch. Ist aber echt. Er müsste eigentlich größere Paletten haben, ne? Ja, das war ein bisschen zu kräftig, ne? Irgendwo ein Balken dran. Also Holz ist hier sehr schwer, sag mal so. Sollte eigentlich nicht untergehen. Ein bisschen vorsichtiger fahren, ne? Wieder umfallen.
Er backt fest. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, dann nehmen wir ablegen, ne? Ablegen, Junge. Ablegen. Oh, nee. Du musst ihn nur... Ah, ich hab's geschafft. War ja auch ein Kampf. Elf Punkte. Aha, Cola-Dose, Helm, Gehörschutz. Ja. Dann werden wir nächste Woche noch mal eine Folge aufnehmen für Holzverkauf. Obwohl ich rechne eh damit, dass wir noch mal eine Reihe aufnehmen werden mit 7 Folgen. Weil es definitiv noch zu früh zu sagen, er wird fertig. Wir haben Wintermitte. Also ein Ingame-Tag kann man auch voll spielen. Also wird ungefähr auch 7 Tage sein. Kriegen wir auch noch eine Reihe. Schaffen wir auch. Von daher ist es nicht so tragisch. Und darf auch nicht vergessen, ich habe ja die Folgen jetzt für übernächste Woche fertig gemacht. Nicht für morgen. Montag, sondern übernächste Woche. Normalerweise hätte ich jetzt schon die Touring-Karte auch schon fertig gehabt. Weil die bekommt ihr schon 2 Tage früher mit 9 Folgen. Aber da ich ja gerne in der neuen Karte anfangen möchte, habe ich da einen Konflikt mit mir selber, Anführungszeichen. Wenn ich jetzt nämlich 7 Folgen mache oder 9 normalerweise, so war es ja früher mal gedacht. Und wenn jetzt gerade nächste Woche die neue Karte kommt, hätte ich gerne das fertig. Ja, aber das ist ja, naja, seit mehreren Tagen ist Funkenstille, sag mal so, ne? Da kam auch dieses Map-Vorstellungsvideo von Hirschfeld. Ja, viel Zeit hat er nicht. Das hätte man auch von einer anderen Version machen können, also diese Version. Also keine von den neuen Produktionen, keine, ja, halt. Grob geschätzt, das haben wir alle schon. Aber das ist ja egal. Vielleicht haben sie auch noch beim Testen einen Fehler festgestellt, das kann man auch nicht aufschließen. Von daher ist das mal für mich persönlich ist das nicht getragen, nur dass man das Unberechenbare, ne? Schnell gefahren. Der will wieder nicht rauf. Mal Schubs geben. Der will nicht. Na, der ist ein Baumsturm, da wird so nichts. Die kommen nicht rüber. Von der Seite kommen. Na. Ah, sie ausgeschaltet. Kurz wieder abladen.
Jedenfalls muss ich ein paar Tage noch Zeit. Ansonsten mache ich kurzfristig Donnerstag oder ja, allerspätestens Freitag noch zwei Folgen für Samstag. Und dann am Samstag halt noch zwei für Sonntag. Also das Kurzfristige mag ich eigentlich nicht. Denn man weiß ja auch selber nicht immer, hat man Zeit oder hat man keine Zeit. Und schon hast du ein kleines Problemchen, sagen wir so. Ich möchte ja auch lieber, wenn ich sage, regelmäßig um 12 Uhr, dann möchte ich auch um 12 Uhr da sein, oder 13 Uhr oder 14 Uhr, egal. Es soll ja regelmäßig was kommen. Man arbeitet auch darauf hin, ne, dass man sagt, okay, jetzt ist mal alles soweit. Mal B und dann L festmachen die Sache. Dass man sagt, okay, ja. Denn wenn ich weiß, ich spiele jetzt noch eine volle Saison weiter, also mit den Jahreszeiten, also Frühjahr, Herbst, Winter, Sommer natürlich, dann Dünger und Kalk ist natürlich anders, als wenn ich jetzt hier sage, okay. Die machen einfach nichts weiter, ne? Das wäre ja dann eher Blödsinn, wenn wir was aussehen würden und wir wüssten hinterher nicht, ach, schade, wir haben ja leider eine neue Karte, ist umsonst. Dass man neue Karte kommt, das weiß ich. Aber das wann, das genaue wann, das weiß ich nicht. Die Räder im Oktober, weil er fertig werden möchte für die Produktion, die er erstmal machen möchte für allgemein Global Company. Was für eine Produktion weiß ich auch noch nicht, aber das ist im Grunde mir auch egal. Für mich ist jede Produktion, die man gebrauchen kann, überlegenswert reinzunehmen. Wenn das für mich Sinn macht, mache ich das. Macht es für mich keinen Sinn, dann lasse ich die Finger von. Weil ich mache das in erster Linie mit der Landwirtschaft. Ich sehe mich nicht als großen Fabrikbesitzer hier, der hier alles produzieren muss. Weil das ist ja technisch gesehen in Anführungszeichen dann auch Blödsinn. Denn wenn ich ein Sägewerk betreibe, naja, dann habe ich mehr oder weniger so, dann brauche ich Angestellte haben. Das heißt, es kann mir ja gehören, es kann mir auch betreiben. Ich kann auch sagen, okay, wir machen das und das. Aber dann läuft das andere, läuft halt dann entsprechend über die Mitarbeiter. Das heißt, dann werden plötzlich Fahrzeuge bei mir vorbeifahren und das. Und die. Das Sägewerk bedienen, ne? Aber ich mache das mal so mit Produktion, weil ein bisschen gerade in der Zeit wie im Winter Abwechslung reinbringt. Denn viele Produktionen laufen ja heute ja auch schon fast automatisch. Aber wie gesagt, ganz ohne Personal geht es auch nicht.
So, wir haben es nicht gerade geschafft mit Holz. Also ich schau mal, ob wir noch eine Folge machen. Und dann entscheiden wir weiter, ob eine neue Karte kommt. Dann werden wir noch eine Folge wahrscheinlich machen mit Holzverkauf und dann geht das entsprechend rauf auf die Vierfach. Dann sagen wir Füße im Winkel, schau, schau. Bis dann, ciao.